Schön, dass ihr dabei seid. Ein weiteres Gastreplay. Wieder der Raidu unterwegs mit dem Stinkelpeter aus unserem DX-Team. Und wir sehen die Su-101, 8er TD der Russen und den FV-4202 britischen Medium. Und wir sind auf Prokhorovka. Eine 9er Runde. 5 9er, 10 8er. Im Normalfall gewinnst du diese Karte oder gewinnt diese Karte das Team, was die besseren Scouts hat. Interessant bei dem Matchup jetzt, es sind keine Lights dabei. Und im Normalfall oder dann ist es einfach so, dass die Mediums das übernehmen müssen. Aber grundsätzlich die meisten Medium-Fahrer sich dafür zu schade sind oder einfach zu faul sind oder was auch immer, alles auf einmal. Weil im Prinzip jetzt beide Seiten nachher da hinten stehen und warten. Aber gut, müssen wir gucken, wer zuerst ungeduldig wird. Natürlich ist das schwer, da Mediums nun mal nicht die Fahreigenschaften von Lights haben. Wichtig ist halt, dass man immer in der Bewegung trotzdem bleibt. So ein bisschen Peekaboo, Hold Down ist halt schwierig. Die haben zwei 9er Artis, da wartet ein T30. Also, ja. Keine Schere auf dem TD, also nur mit dem, was die Crew hergibt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass keine Optik drin ist. Ist man dann natürlich noch mehr darauf angewiesen, was das eigene Team spottet. Aber die scheinen jetzt da irgendwie durchzupushen über die linke Seite. Jetzt kassiert der Erste. Rechts ist das Gegnerteam durch. Dort war ja auch nicht viel. Und los geht's. Ich duke, du tot. Nicht weit genug vorgeaimt, weil er gerade im Rückwärtsgang war. Ich geschossen, du gestorben. Und zack auf den Solarplexus. Ui. Hail to the King, baby. Das ist nice jetzt. Ich hätte vielleicht nur auf die Arti geballert.
dich umzulegen. Auf die andere wegen einfach Full Damage machen. Ja, ihr müsst da was aufmachen. Hör mit der Bluterei auf, Weichei. Jetzt die Arti und dann rechts könnte man jetzt noch den T-30 die ganze Zeit beballern. Jetzt ist er raus. Centurion. Ich denke, Peter hat es auch leider erwischt jetzt. Jetzt fehlt wieder was, was Licht macht, weil die Mediums sich, sag ich mal, gerastet haben oder gestorben sind. So, wer macht jetzt Licht? TD oder ein Heavy? Natürlich muss der Heavy. Es kann sein, dass immer wieder so die Rollenverteilung im Match sich auch verschiebt, aber das muss man halt sehen und akzeptieren und umsetzen. Oder man fährt dann mit dem TD spotten. Ah, die Arti muss raus zum Schutze der Heavys. Und wird wahrscheinlich A6 jetzt mittlerweile stehen oder so. Völlig unauffällig, alles wegrasieren, was da ist. Ja, durch ein Cap, also nicht durch ein Cap fahren, aber offen sein, also. Prot, okay. Die Art, die aimt wahrscheinlich schon, oder? Ja. Ja, moin. Voll ins Rohr geguckt. Ich Duke, du tot. Okay, das war jetzt, ich weiß nicht, ob das clever war. 392 Schaden nochmal kassiert durch den GW Tiger Kill. Ob es das wert war, aber ja, man muss ja Licht machen da, ne? Er fährt weg. Doppel-Null, what? Du Null. Okay. Schießt aber auch kein anderer. Jetzt anzünden. Genau in die Kronjuwelen. Lass ihn bounce. Nice. So viel zum Thema ABS. Ja, J3, ich wollte es gerade sagen, die müssen sich auch mal bewegen. One shot, nice. Ja, ja, ja. Komm, komm. Bis im nächsten Leben. Das war clever. So, und jetzt rechts hoch und dann den in den Sack schießen da. Erster der Centurion, dann die Heavys. Auto-Aim, weg damit. Jetzt da, Heavy. Nice. Jetzt hat man mehrere Fronten, was natürlich für den Gegner tödlich ist. Und man selber kann schön weiter Schaden farmen. So, und jetzt nur noch der Löwe. Nice. Absolut gute Entscheidung gewesen, da hinten rumzufahren. Hätte natürlich, allein ist immer sehr riskant. Jetzt schön aus der Distanz. Ja, da fehlt jetzt die Sichtweite. Hm, er fährt links. Kommst du da? Ist er gekettet? Komm, zieh, zieh, zieh. Hä? Ah, nee, da ist ein Waggon vor. Erstmal links.
lang gefahren. Gut, die 6 Kills sind safe, also ich würde vielleicht jetzt, warten, bis die Arti den gekillt hat. Gibt nochmal Spot Damage. Hätte natürlich auch schief gehen können. Ich hatte jetzt Befürchtungen, ich wusste nicht, wie 4% der RV in den Gebäuden dort hat, dass er einen einzelnen TD leicht umfahren kann. In der Gefechtssituation sieht man, alles gut gegangen, alles richtig gemacht. Genauso. Und es sieht dann halt so hübsch aus. Ah, stimmt, war eine 9er Arti. Also gibt es auch nochmal einen Kamikaze. Ach. Trotzdem verdiente Leistung. Gut, wirklich sehr gute Runde. Mit Plus rausgegangen. Über 5000 Erfahrung. Verdientes Panzers. Das war's mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Euer Steve Austin LP. Ich würde mich natürlich über ein Like, über ein Abo oder über Kommentare von euch freuen. Ihr wisst, das hilft mir immer extrem viel weiter. Bitte schaut euch auch gerne die anderen Projekte bei mir auf dem Kanal an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.